Grüße an die Gemeinde und herzlich willkommen zu Boogie Loser Energy! Heute mit Takeoff Jungle Maniac und ich freue mich mega. Yes. Takeoff ist zwar keine so bekannte Marke, aber es ist der zweite Takeoff, den wir je reviewen und die liefern einfach immer eine sehr einzigartige Experience durch die Geschichten, die mit den Dosen erzählen. Ja, du sprichst es an, unbekannte Marke, liegt vielleicht auch so ein bisschen dran. Ihr seht es hier, bis 2019 ein Standard bis, ich würde sagen, unspektakulär unauffälliges Design, aber dann kam 2019 der eigentliche Takeoff. Und sie haben ihre Creatures-Reihe released. Alle mit irgendwie so einem crazy Viech vorne drauf. Alle irgendwie mit einer crazy Vermarktungsstrategie. Also die melken das auch richtig auf Social Media, auf ihrer Website. Das ist insane. Wir sind gespannt, wie der heute schmeckt. Let's go. Gut, Leute, sprechen wir über den Gorilla im Raum. Also hier übers Design. Wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, was so der Gedankengang von Takeoff hier gewesen sein könnte und wir haben so eine Hypothese. Also, Geschmack Mango Maracuja, die wachsen in den Tropen, unter anderem Tropen, Urwald, Jungle, naheliegend. Okay, kann man drauf kommen. So, wie jetzt aber der Gedankensprung ist zu Jungle und dann Gorilla mit Vietnamkriegsausrüstung, also das ist hier eindeutig so ein US-Vietnam-Ära-Helm zusammen mit dem Ace of Spades an der Seite, hier Patronen dran, das ist so 1:1 die Ausrüstung, die die hatten, so ein bisschen fragwürdig einfach so, warum? Prinzipiell kann man sagen, ist es vom Design her wertfrei gesprochen jetzt nice gemacht, es ist sehr detailreich, sie haben die Recherche auf jeden Fall betrieben, es ist farbenfroh und so, fällt auf jeden Fall ins Auge. Was auch ins Auge fällt, hier oben, Gorilla Warfare, Guerilla Warfare, wir sind überzeugt, der Wortwitz stand ganz am Anfang, bevor sie Geschmack oder Design hatten. Ist halt die Frage, ob es keine anderen Ideen gibt. Ich habe ja schon die Experience angesprochen, die Takeoff mit jeder ihrer Creatures-Dosen verspricht. Dazu gehört nicht nur das sehr detailreiche Design, sondern auch mein angefertigter Kurzfilm für jede Dose. Ja, wir haben hier 30 Sekunden vor uns. Schauen wir mal rein zur Einstimmung auf diesen Energy. Und wir haben es noch nie gesehen, also let's go. Let's go. Ja, da haben wir unseren Gorilla. Unseren Jungle Maniac, alles klar. Auf einem Motorrad? Auf einer Landstraße? Wow! Es ist nicht Vietnam! Das ist zumindest erleichternd! Das ist erleichternd! Hä? Hä? War das sein Motorrad? Das war, sah irgendwie anders aus und jetzt ist er bei der Homie drauf. Warum sieht er so ängstlich aus? Und wo kommt der... Hä? Was hat das mit dem Jungle Maniac zu tun? Was hat das mit dem Gorilla Warfare zu tun? Was ist das generell für ein Inhalt? Und warum die Oma und... Gut, er ist halt hingefallen auf dem Motorrad, aber... So warum? Hä? Okay. Leicht schmeckt der Energy für Wirt am besten. Der riecht fruchtig. Fruchtsaftmäßig auf jeden Fall. Ja, und irgendwie die Maracuja steht hier angenehm im Vordergrund. Ja, ich hätte eigentlich erwartet, dass Mango steht ja auch an erster Stelle, dass das mehr so die dominante Rolle hat, aber im Geruch zumindest nicht. Oh, der ist schon wässrig am Ende, oder? Ja, aber also eine interessante Zusammensetzung. Aber gegen Ende fehlt mir doch ein bisschen Intensität und ich habe irgendwie einen merkwürdigen Abgang gemerkt. Oh, einmal Ticketkontrolle. Ein Blick auf die Rückseite verrät nämlich allerlei Wissenswertes. Zum Beispiel, dass der Energy ein Fruchtgehalt von 10% hat, reiht sich also ein in die Juiced-Reihe. Das sieht man auch an den Nährwerten, auch die relativ typisch für einen Juiced Energy. Interessant wird es dann vor allem aber bei den Zusatzstoffen, wenn man da mal so einen Blick drauf riskiert. Nach Wasser, die zweitmeiste Zutat ist nicht Mango, ist nicht Maracuja, es ist weißer Traubensaft aus weißem Traubensaftkonzentrat. 9%! 9% sind davon da drin! Mango und Maracuja finden sich viel weiter unten, sodass man sagen kann, das ist tatsächlich fast nur noch an Alibi-Stelle, um das hier überhaupt draufschreiben zu dürfen. Genau, und so um genau zu sein, unter 0,38% müssen da drin sein. So, und kommen wir dann zum Geschmacksverlauf, denn das spiegelt sich auch in diesem wieder. Es ist nämlich hauptsächlich ein Traubengeschmack, der bettet sich durch den ganzen Energy. Zumindest am Anfang legt sich da ein Maracuja-Geschmack und in untergeordneter Rolle auch ein Mango und Orange Geschmack auf diesen Traubensaftgeschmack drauf und man hat so eine Gemengelage an Fruchtgeschmack, die relativ nice, aber doch durchaus noch wässrig im Vergleich zu anderen Juiced Energies aus der Monster- oder Rockstar-Reihe. Und dann hat man recht plötzlich so einen Twist und man hat nur noch diesen Traubensaftgeschmack, der dann in einem recht unangenehmen, bitteren Abgang endet.
kommen wir zur Bewertung. Genau, und zuallererst will ich Takeoff 10 verrückte Dschungel auf den Punkt aussprechen für den Effort, den sie reingesteckt haben. Denn das Design hat Details, ist spannend und auch die Geschmacksexperience ist auf jeden Fall was, wo sie sich was getraut haben. Und man hat eine Experience, man hat eine Reise, da tut sich was. Das ist erstmal prinzipiell gut. Wenn der Geschmack dann auch gut wäre. Da komme ich auch direkt mal, ich nehme es mir raus, zu einem Namensvorschlag. Denn wir haben ja schon drüber gesprochen, das ist hauptsächlich ein Trauben-Energy. Ja. Und Leute, wäre es vielleicht was gewesen, den einfach Grape-Ape zu nennen? Dann müsst ihr die Leute nicht anlügen, ihr braucht das Vietnam-Ding auch nicht. Und ihr habt draufgeschrieben, was drin ist. Denn das ist es auch so ziemlich. Was den für mich in der Bewertung runterzieht, ist aber leider dieser unangenehme, bittere Abgang. Ich finde, das ist nicht so der angenehm zu trinkende Drink. Daher ist es leider, trotz des ganzen Spaß, den wir heute mit dem hatten, eine 4 von 10. Designtechnisch komplette Zustimmung. Auch ansonsten kann ich mich dir vor allem anschließen. Ich glaube, ich feiere den Geschmack ansonsten ein bisschen mehr, beziehungsweise die Nuancen, die dich stören, stören mich nicht ganz so sehr. Deswegen ist es bei mir eine 5 von 10. Sorry. Es tut mir leid.